Kannst dich fassen? Yes, ist das geil, schau dich das mal an. I know you want to cry. I don't wanna walk away, wait till we pass up. Walking straight with our chest up. I know we'll be just fine. We was ready for your feelings slapped away. I'm hoping we can catch up. I know you want to cry. Guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Vlog. Ich freue mich total, denn ich habe beschlossen, euch diese Woche mal wieder mitzunehmen. Es passieren unglaublich viele Dinge und deswegen dachte ich, hey, ich lasse die Kamera an und dokumentiere das ein bisschen. Wir werden zusammen nach Salzburg fliegen und wir machen viele andere Sachen mehr. Und jetzt geht's los. Ich freue mich, dass ihr dabei seid, und falls das dein allererstes Video ist und dich fragst, wer ist dieser Typ mit diesem blauen Pullover? Mein Name ist Friedrich, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Body Change. Unternehmer, Vollblutunternehmer, und versuche auf diesem Kanal ja jede Woche ja ein Video zu produzieren, was für all die Menschen relevant ist, die Lust haben, im Leben das zu tun, was sie wirklich lieben. Genau, und jetzt genug der langen Vorrede. Ich freue mich auf den Vlog. Es geht los, anschnallen. Lili. Wenn Mama gleich fragt, ja? Kannst du übrigens das Augenpflaster abmachen. Wenn Mama gleich fragt, sagst du, dass ich beim Boot bin? Ja. Ja, ich muss kurz zum Boot fahren. Ich bin in einer halben Stunde oder so wieder da und dann kann ich auch zur Kita bringen, okay? Solange kannst du noch chillen. Einverstanden? Ja. Magst du einmal vorne auf die Kamera draufhauen? Mhm. Mach mal. Also folgende Ausgangssituation. Das Boot hinter mir, das Segelboot hinter mir, ist unsere Pagai. Pagai ist eine Beneteau First 21 Fuß, die uns in den letzten 4,5 Jahren tollste Dienste geleistet. Dieses Boot ist eine perfekte Kombination aus familientauglich, viel Platz zum Spielen, auch zum Übernachten und sportlich. Also wir lieben unsere Pagai. Aber ich habe mich neu verliebt in die Pagai ein bisschen größer, also auch eine Beneteau First 26 Fuß. Und das war ein Riesenzufall, dass ich an diese größere Pagai sozusagen rangekommen bin. Weil eigentlich sind diese Schiffe gar nicht auf dem Markt und schon gar nicht zu diesem Preis. Und jetzt habe ich mir die vor ein paar Tagen mal angeschaut. Oh, yes, 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 yes. Also, der aktuelle Bootsbesitzer ist gerade von Bord gegangen. Und was soll ich sagen? Ich bin so in love. Das ist ein richtiges Schiff. Und er hat es mega gepflegt, ja? Also, ich nehme euch mal mit auf eine kleine Tour. Oh, ich bin so happy. Also, Schmutz mal raus. Hier, guck mal raus. Hast du hier? Mit Kühlbox, kleiner Herd, Waschbecken, Staun, hier drunter Motor, ein Bett, zweites Bett, und auch richtig groß schon mal her. Hier noch ein Fenster, hier auch ein Fenster und dann hier eine Liege.
ansonsten groß genug. Und ich bin schockverliebt, aber Julia nicht wirklich. Weil für Julia ist es, und auch irgendwo auch zu Recht, wieder ein neues Projekt. Ich will es aber unbedingt machen. Das heißt, Ziel ist es, die alte Pagaille zu verkaufen und die neue Pagaille zu kaufen. Bedeutet aber jetzt, ich will natürlich einen möglichst geringen Differenz zwischen dem Verkaufspreis der alten Pagaille und dem Kaufpreis der neuen Pagaille haben. Ich muss Julia auch noch überzeugen. Und deswegen bin ich jetzt heute hier, um Fotos zu machen und ein kleines Video zu machen von unserer aktuellen Pagaille, damit die bestmöglich präsentiert wird und den maximal hohen Preis erzielt. Und dann hoffe ich, dass ich Julia noch davon überzeuge, denn angeschaut habe ich sie schon und ich will sie unbedingt haben und eigentlich habe ich sie auch schon gekauft. Marco, was machst du hier in meinem Büro? Ich übernehme. Du übernimmst? Eine Technik. Wir nehmen nämlich jetzt hier auf, den okay. Nächsten Podcast. Also, wir bereiten hier alles vor. Und zwar, jetzt mal ehrlich, die Jubiläumsfolge. Was soll ich sagen? Ich habe schon 10 Folgen mit Marco ausgehalten. Also nach der Folge dann 10 Folgen. Und weil es die Jubiläumsfolge ist, zeichnen wir die auch, sitzen wir beieinander, weil wir haben das von langer Hand geplant. Es war immer schon klar, dass heute würde Marco hier sein. Und deswegen bauen wir das alles noch ein bisschen auf. Da gibt es noch ein bisschen was zu tun. Also noch sieht das hier so aus. Wie der Name jetzt mal ehrlich so sagt, es ist ja ein Podcast, den wir auch auf Video aufzeichnen, machen wir wirklich die Hose runter. Oder versuchen das zumindest. Auch wenn natürlich auch Marco manchmal vor Blass... von Night Erblast. aber gut, wenn ihr euch das anschauen wollt, verlinke ich das unten, die Folge, dann könnt ihr da mal reinschauen. Auch in die alten oder reinhören, jetzt mal ehrlich. Macht mir großen Spaß. Genau, jetzt bauen wir weiter auf. Bis gleich. Hallo, hallo. Du wolltest das fragen, du hast gerufen. Also, ich habe ein paar Themen zu besprechen. Mhm. Also, wann gehst du? Wohin? Nach München. Also wann sprichst du auf? Morgen früh. Okay. Das heißt, heute bist du noch da? Ja. Problematisch, das ist irgendwann 2017. Mhm. Habe ich nicht unterschrieben vorliegen. Es ist 4.45 Uhr und wir fliegen heute gemeinsam nach München. Angekommen. Könnt ihr das verstehen, wie man das der Lufthansa erlauben kann, dass man auf so einem Flug eng aneinander gedrängt in jeder Reihe Außen-, Mittel- und Fensterplatz besetzt fliegen darf? Ich raff das nicht, weil es wird so viel Bohai gemacht und so viele Sachen gehen nicht, aber fliegen darf man dann dicht aufeinander und... So, ich muss in einer Stunde 30 in der Stadt sein und ich dachte, ich gehe noch mal in die Lounge, solange ich noch Senator bin. Ja? Also. Ja. Gestern war die große Apple-Konferenz, wo sie die Watch und so vorgestellt haben. Und gerade habe ich gesehen, die bringen das hier raus. Apple Fitness Plus. Make your move,
9,99 € im Monat oder 89 € im Jahr. Apple is in the game. Unser erstes Zusammentreffen nach Corona. Genau, eigentlich steht nur gemeinsam Arbeit auf dem Programm. Ja, aber Freude, dass wir alle wieder in einem Raum sind. Was machen wir so bis 18 Uhr heute und dann bleibe ich heute nochmal hier und dann morgen geht's weiter nach Salzburg. Hey Team, bis gleich. Also, Anton und ich wollen uns jetzt im Tischfußball challengen. Anton ist natürlich Profi, verrät's aber nicht. Und ich habe ewig nicht mehr gespielt. Also, die Niederlage ist, wird mir bevorstehen. Aber ich werde es wie ein Mann nehmen, ja? Tell me, tell me, tell me. 1-0. Kleines Zwischenfazit: Ich habe. Habe ich zwei oder drei Tore? Zwei. Ich habe zwei Buden gemacht. Also wir haben uns überlegt, zu so einem richtig guten Office-Wiedersehen gehört natürlich auch ein bisschen Drohnen-Action, ja. Deswegen versuche ich jetzt mal, diese Drohne hier steigen und durchs Fenster rausfliegen zu lassen. Es gibt eine 50-50-Chance, dass sie es nicht überlebt. Aber hey, es gibt eine 50-Chance, dass sie es schafft, ja. Und dann sähe es ziemlich cool aus. Julia, wenn du es jetzt siehst, ich habe viel geübt in den letzten Jahren. Gelaufen. Ich bin richtig heiß. Schau mal, habt ihr mal meine neue Laufmütze gesehen? Julia sagt, die sehe aus wie die Mütze, die ihr Papa trägt, so vom Bau oder so, ja. Wie dem auch sei. Ich habe jetzt Premiere mit dieser Mütze. Aber davon unabhängig freue ich mich riesig jetzt auf eine Runde Joggen. Danach Abendessen auf dem Zimmer und Schnitt dieser Episode. Vielleicht wird aber aus der Folge auch zwei Folgen. Mal sehen, wie viel Content da ist. Aber wahrscheinlich, ja, also wie doch. Danach Schnitt. Und jetzt erstmal laufen. Yes! Kilometer 1 liegt hinter uns. Vier Kilometer. Nur noch einen, aber vielleicht habe ich auch noch zwei. Mal schauen. Ich würde sagen, so 2-3 Stunden schneide ich jetzt noch und ich freue mich richtig drauf. Es war ein schöner Tag. Es war so schön, das Führungsteam mal wieder gesehen zu haben. Schön, dass wir zusammengekommen sind. Und dann freue ich mich auf den morgigen Tag. Ich sehe Julia, treffen uns in Salzburg. Und ich glaube, bin noch nicht sicher, weil ich schneide es ja erst jetzt noch. Ich glaube, wir machen hier einen Stopp. Und meine große Aufgabe wird sein, wenn ich dann jetzt Julia sehe in Salzburg, vielleicht finden wir auch ein paar Minuten so ein bisschen Ruhe, ja, ihr zu beichten, dass nächste Woche das Schiff kommen soll, ich abholen gehen werde. Und ich es auch schon bezahlt habe, quasi. Und dann bin ich auch sehr gespannt, ob es noch Gebote gibt für unsere Pagai, weil ich habe das jetzt eingestellt gestern, aber noch ist nichts gekommen. Ich glaube, es ist ein bisschen ein schlechter Zeitpunkt. Was bedeuten würde, dass ich jetzt ein neues kaufe und das alte noch nicht verkauft habe. Wir werden sehen. Es hat mir Spaß gemacht, einfach so laufen zu lassen. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Oder also, morgen geht es hier weiter. Und die nächste Folge kommt, wenn die nächste Folge kommt. Da freue ich mich drauf. Bis dann. Gute Nacht. Ciao.